Bevor ich das tue, möchte ich tatsächlich noch mal ganz kurz auf dieses besagte Netzwerk Afrik-Europe Interact eingehen, weil das ist die Perspektive, das ist der Hintergrund, vor dem ich spreche. Und da geht es auch tatsächlich darum, ich habe es ja eben schon angedeutet, dass auch aus unserer Sicht viel zu selten auch in Europa zur Kenntnis genommen wird, dass es natürlich in nahezu allen afrikanischen Ländern eine sehr reichhaltige Zivilgesellschaft, unterschiedliche Formen von sozialen Bewegungen gibt und dass die natürlich auch einen ganz wesentlichen Beitrag zur Gesellschaftsveränderung leisten. Und insofern, unser Netzwerk ist eben genau in diesem Kontext zu verstehen. Das ist ein Netzwerk von Basisinitiativen in einigen, vor allem westafrikanischen Ländern, in Mali, in Burkina Faso, in Niger, in Guinea, aber auch in Marokko und in Tunesien und in einigen europäischen Ländern, insbesondere Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Und unsere Philosophie, ganz kurz formuliert, ist tatsächlich, dass wir sowohl in dem Bereich Migration, aber auch in dem Bereich soziale Kämpfe für eine gerechte Entwicklung versuchen, unterschiedlichste Formen von Aktivitäten zu entfalten. Sowohl Kämpfe, Auseinandersetzungen, Proteste in afrikanischen Ländern zu unterstützen, aber auch hier aktiv zu werden, die Kämpfe auch von hier aus zu unterstützen, wie gesagt, in den beiden Feldern. Und wie das konkret aussieht, dazu würde ich einfach eingangs einige Fotos zeigen, damit man zumindest eine gewisse Vorstellung hat. Unser Netzwerk hat 2011 auf Einladung malischer Gruppen angefangen. Da sind wir von Mali, von Bamako, der Hauptstadt Malis, nach Dakar gefahren mit 250 Leuten, mit diesen 5 Bussen, die dort zu sehen sind. 200 Menschen aus verschiedenen afrikanischen Ländern und 50 europäische AktivistInnen. Damals war das Weltsozialforum in Dakar, der Hauptstadt Senegals, und haben auf der Strecke an ganz vielen Orten mit der lokalen Bevölkerung darüber geredet, was sind eigentlich eure Probleme, was sind eigentlich eure Forderungen. So hat das Netzwerk angefangen. Seitdem, wie gesagt, bearbeiten wir die beiden Stränge. Und ich gebe jetzt einfach nur so ein paar ganz kurze Schlaglichter, auch die verschiedenen Länder, wo wir aktiv sind. Das ist eine Aktion in Tunesien 2012, wo wir mit Angehörigen von vermissten Bootsflüchtlingen eine Demonstration gemacht haben. Also hier ein junger Mann, der das Bild seines Bruders hält. Also eine ganz typische Aktionsform in vielen afrikanischen, nord- und westafrikanischen Ländern, eben die ums Leben gekommenen auf solchen Fotos zu zeigen. Das ist eine Aktion in Kita im Westen Malis. Die Frau hat ihren Sohn verloren. Auch dort geht es um das Thema Angehörige von Vermissten und ums Leben gekommenen und auch deren Forderungen. Das Leben geht ja trotzdem weiter, auch wenn die ums Leben gekommen sind, auf die ganz viel Hoffnung gesetzt wurde. Und ebenfalls wichtig, es gibt immer so eine Doppelkritik, eine Kritik an der Europäischen Union und deren eben oft auch tödlicher Migrationspolitik oder den Auswirkungen ihrer Migrationspolitik. Aber es gibt auch eine Kritik an den afrikanischen Regierungen, dass sie kooperieren und dass sie nichts tun, dass sie kurz gesagt ihre Klappe halten, dass sie schweigen dazu, zu den ganzen Toten in der Wüste und auf dem Mittelmeer. Das ist jetzt in Berlin eine Demonstration vor der nigrischen Botschaft. Da geht es eben darum, dass der Niger ja auch zusehends quasi eingespannt wird in die europäische Migrationsabwehr. Da haben wir als Netzwerk vor der Botschaft demonstriert gegen diese sozusagen Kooperation zwischen Niger und der Europäischen Union. Jetzt wieder zurück nach Afrika. Das ist ein Kontrollposten auf der Strecke zwischen Burkina Faso und Niger, wo alle 20 Kilometer ein Kontrollposten ist. Da haben wir eine Missionsfahrt, eine Recherchefahrt gemacht und wo eben Migranten und Migrantinnen ausgesiebt werden, wo alle ihre Ausweise zeigen müssen und wer aussieht wie ein Migrant oder eine Migrantin, kann entweder nicht weiterfahren oder muss relativ viel Geld zahlen. Das ist jetzt ein Rasthaus, unser Rasthaus in Rabat. Afrik-Europe Interact hat in Rabat, der Hauptstadt Marokkos, ein Rasthaus für Frauen und ihre Kinder eröffnet, mit inzwischen fast 50 Plätzen, wo Frauen 2 bis 3 Monate unterkommen können, die gerade die Wüste durchquert haben und wo es eben darum geht, zur Ruhe kommen zu können, sich neu orientieren zu können, sich die Frage zu stellen, will ich wirklich die Reise übers Mittelmeer wagen oder bleibe ich doch lieber in Nordafrika? Da war eine Delegation aus Mali von unserem Netzwerk zu Besuch, da der Mann Seydou Koulibaly, ein Aktivist aus Mali. Das war der Migrationsstrang. Wie gesagt, wir arbeiten auch mit Bauern und Bäuerinnen zusammen. Es geht uns auch um
eine gerechte, um eine selbstbestimmte Entwicklung. Hier sind wir in einer Region in Mali, im Office de Niger, die ganz stark von Landgrabbing betroffen ist. Und das ist so eine Versammlung, das ist schon im Jahr 2012, also relativ am Anfang unserer Arbeit dort unter dem Dorfbaum, wo wir uns mit der Bevölkerung eben darüber austauschen, von welcher Form von Landraub sie betroffen sind. Das ist manchmal durch große Konzerne, manchmal auch durch kleine, korrupte Beamte. Da gibt es alle möglichen Varianten. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, aus unserem Netzwerk heraus hat sich eine Basisgewerkschaft von Bauern und Bäuerinnen entwickelt. Und das ist ein Auto von Afrika Group Interact. Und mit dem fahren wir dann tatsächlich, wenn man so möchte, in Form von aufsuchender Gewerkschaftsarbeit durch die Dörfer und versuchen da eben Kontakt herzustellen und auch Leute dazu zu gewinnen, sich im Rahmen dieser Gewerkschaft zu beteiligen. Das ist eine Demonstration mitten auf dem Land. Die Hauptstraße ist 40 Kilometer entfernt, Sanamadugu, ein Dorf, was 2010 einen Großteil seiner landwirtschaftlichen Nutzflächen verloren hat. Und bezeichnenderweise ist das durch einen großen malischen Investor passiert, der aber Geld aus der deutschen Entwicklungszusammenarbeit bekommen hat. Und das war für uns ein guter Anknüpfungspunkt, hier mehrfach vor dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu demonstrieren, Briefe zu schreiben. Und sie kriegen jetzt aller Voraussicht nach demnächst immerhin Ersatzflächen für das Land, was ihnen geraubt wurde. Nicht ihr eigenes Land, was eigentlich jahrelang ihre Forderung war, aber immerhin Ersatzflächen sind natürlich besser als gar keine Flächen. Wir machen öffentliche Kundgebungen. Das ist jetzt auch ein Ort in dieser Region in Kuruma. Das war im Februar 2017 eine Kundgebung. Eine Frau aus einem anderen Dorf, Tikere Musa, hat auch was mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu tun. Da hat nämlich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit kleinbäuerliches Land, quasi frisch bewässertes Land zur Verfügung gestellt. Aber die Kleinbauern und Bäuerinnen, unter anderem diese Frau oder ihre Familie, die davon hätten profitieren sollen, haben nicht davon profitiert oder nur zum Teil, weil größere Teile dieses Landes sich von korrupten lokalen Funktionären unter den Nagel gerissen wurde. In Bamako haben wir sozusagen einen Hauptsitz von Afrika Group Interact in Mali. Das ist das, was wir dort hier auf dem Bild sehen. Das da oben ist ein ganz frischer Aufsatz, der da gebaut wurde, weil es einfach noch mehr Platz braucht. Das ist sozusagen ein soziales Zentrum. In dem sozialen Zentrum sind unter anderem auch Frauen von Afrika Group Interact aktiv, die einerseits politisch aktiv sind, die aber auch versuchen, ein Stück weit ihre persönliche Situation, niemand von unseren AktivistInnen dort hat einen festen Job, ihre persönliche Situation aufzubessern. Und da haben wir jetzt gerade jüngst ein sogenanntes Frauenprojekt. Da geht es um die Transformation von Lebensmitteln, unter anderem die Herstellung von Erdnusspaste eben begonnen. Und das ist quasi die erste Ernte. Chita ist wieder eine andere Region, wo wir aktiv sind, eine Region, in der schon ganz lange, seit dem 19. Jahrhundert, ich komme gleich nochmal darauf zurück, Stichwort 19. Jahrhundert, Migration stattfindet. Auch dort gibt es ein kleines Büro von Afrika Group Interact und das ist ein Bild von der Eröffnung dieses Büros, wo es eben auch immer um diese beiden Themen geht. Einerseits MigrantInnen, die sich auf den Weg machen, MigrantInnen, die abgeschoben wurden, MigrantInnen, die ums Leben gekommen sind und eben immer die Frage, wie geht es eigentlich auch mit ihrer Familie weiter, weil Migration ist kein individuelles Projekt. Natürlich ist Migration immer ganz stark auch in familiäre Kontexte eingebunden. Und insofern, selbst wenn die MigrantInnen gar nicht vor Ort sind, es sind die Familien vor Ort, mit denen wir uns eben auseinandersetzen. Jetzt nochmal zurück, um dieses Ping-Pong auch deutlich zu machen. In Togo finden seit August letzten Jahres Massenproteste statt gegen eine seit 51 Jahren existierende Familiendiktatur. Erst 38 Jahre der Sohn, der Vater. Der Vater war ein ganz enger Freund von Franz Josef Strauß. Dann seit 2005, als der Vater gestorben ist, ist der Sohn unmittelbar gefolgt. 51 Jahre Familiendiktatur. Dagegen gibt es Proteste. Deutschland und die EU sagt, Togo ist zwar keine Demokratie, aber auf dem Weg zur Demokratisierung. Aus der Sicht vieler togoischer Exil-Menschen ist das natürlich nicht der Fall und einige von ihnen sind auch bei uns im Netzwerk aktiv und hier haben wir eine Aktion vor der Botschaft gemacht. Das Verrückte war, wir durften immer nur mit 10 Leuten direkt vor die Botschaft und die anderen 80 haben sozusagen an der Hauptstraße gewartet. Später haben wir noch in Berlin in der Stadtmitte demonstriert. Das jetzt einfach erstmal als so ein Eindruck davon, was heißt eigentlich Afrika Group Interact, was heißt es eigentlich, soziale Bewegungen hier und dort kooperieren, was sind die Themen, Migration, soziale Kämpfe, Diktatur und vieles mehr. Und jetzt tatsächlich zu meinem Vortrag selbst. Die Frage der Fluchtursachen wird
spätestens seit 2015 ganz intensiv verhandelt, dem Jahr eben, als hier die Geflüchtetenzahlen ganz stark nach oben gegangen sind. Von Anfang an war diese Frage, als sich das abzeichnete, dass so viele ankommen, was können wir dafür tun, dass weniger ankommen? Das war ganz schnell die Leitfrage und dementsprechend hat es natürlich so zwei Antworten gegeben, das dürften die meisten von Ihnen und euch mitbekommen haben. Die eine Antwort war, wir müssen die Migrationsgesetze verschärfen. Verschärfen heißt eben, dass auf der einen Seite versucht wurde, immer stärker die Migration Richtung Europa zu blockieren, sie abzubremsen. Das fängt an erst mit dem EU-Türkei-Pakt, aber das Ganze wurde dann ja auch in Richtung Afrika weiter verlagert, also die Zusammenarbeit mit Libyen, wo Menschen in Folterknästen unterkommen, nur damit sie eben nicht weiter nach Europa kommen und wo das de facto geduldet wird, auch wenn es immer offiziell kritisiert wird. Inzwischen ist die Grenze noch weiter nach Süden gewandert. Ich habe ja eben diesen Kontrollposten gezeigt. Diese Kontrollposten sind alle mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union eingerichtet worden. Also bereits südlich der Sahara werden die Menschen jetzt kontrolliert, aufgehalten, ausgesiebt. Und jetzt muss man wissen, in Westafrika, in der ECOWAS, der Westafrikanischen Wirtschaftsunion, analog zur Europäischen Union, gibt es bereits seit den 70er Jahren ein Freizügigkeitsgesetz auf freie Bewegung. Eigentlich dürfen sich alle Migranten und Migrantinnen innerhalb der ECOWAS in allen Ländern wie innerhalb der EU frei bewegen. Aber auf Druck der EU wird genau diese Bewegungsfreiheit, die ja zu den ganz zentralen Gütern der Europäischen Union gehört, Personenfreizügigkeit, eben ausgehebelt. Und hier ist es jetzt plötzlich so, dass junge Migrantinnen, ich habe es ja gezeigt, eben an Grenzen hängen bleiben. Also mit anderen Worten, die sozusagen Migrationskontrolle beginnt bereits jetzt südlich der Sahara, in den Sahelländern. Sie geht weiter in der Sahara und sie findet eben in Libyen statt. Sie wird auf dem Meer inzwischen wieder intensiviert. Einige haben es vielleicht mitbekommen, dass eine Rettungschef von Juventa, Jugend rettet, liegt beschlagnahmt in einem italienischen Hafen. Also da wird wieder deutlich angezogen. Dieser kurze sozusagen Sommer der Migration 2015, 2016, wie es immer heißt, ist natürlich schon lange zu seinem Ende gekommen. Und auch im Inneren gehen natürlich die Gesetzesverschärfungen ständig weiter, muss ich nicht, glaube ich, näher erläutern. Ankerzentren, die zurzeit diskutiert werden, aus unserer Sicht auch das, was gestern in Ellwangen passiert ist. Aus unserer Sicht ist das definitiv ein Skandal. Ich möchte es nicht weiter vertiefen, aber für uns gehört das alles in diesem Kontext davon, abschrecken, die Leute zwingen, möglichst frühzeitig gar nicht überhaupt erst bis nach Europa zu kommen und wenn sie dann doch gekommen sind, eben in Ankerzentren internieren und zu gucken, dass sie möglichst schnell wieder gehen. Das ist die eine Antwort, um die soll es heute Abend aber gar nicht so viel gehen. Die andere Antwort sind eben Fluchtursachen bekämpfen. Das ist so ein Mantra inzwischen geworden, wir wollen Fluchtursachen bekämpfen. Die Überlegung ist natürlich gar nicht falsch, sie ist auch durchaus in unserem Sinne. Wir fordern ja auch selbstgerechte und selbstbestimmte und gerechte Entwicklung. Die Überlegung ist, wenn die Lebenssituation sich vor Ort verbessert, dann kommen auch weniger Leute. Das ist erstmal die Ausgangsüberlegung, die ist vielleicht gar nicht ganz falsch und auch gar nicht ganz unsympathisch. Sie ist aber auf ganz vielen Ebenen sehr unrealistisch. Dazu komme ich gleich. Erst noch mal einige Stichworte zu diesem ganzen Diskurs um Fluchtursachen. Bereits im November 2015, also in diesem Sommer der Migration, gab es auf Valletta, der Hauptstadt Maltas, einen Gipfel, den Valletta-Gipfel. Und da wurde bereits ein Doppelprogramm beschlossen. Das Programm hieß einerseits eben Fluchtwege sozusagen absichern und dafür sorgen, dass die Leute gar nicht erst bis nach Europa kommen, aber eben gleichzeitig Fluchtursachen bekämpfen. Da wurde dann ein Treuhandfonds, ein EU-Treuhandfonds aufgesetzt. Da waren am Anfang 1,8 Milliarden Euro drin. Seit Anfang 2018 sind 3,4 Milliarden drin. Ich werde gleich darauf eingehen, diese Summe sind nicht nur lächerlich, sie sind eigentlich zynisch, gemessen an dem Ziel, Fluchtursachen zu bekämpfen. Das ist mit 3,4 Milliarden Euro schlicht und ergreifend nicht möglich. Und weil es nicht möglich ist, muss man eigentlich auch sagen, es ist eigentlich auch gar nicht gewollt. Es ist nur ein Stück weit so eine Patina, so eine Legitimation im Grunde genommen für die Migrationsabwehr. Beim G20-Gipfel letztes Jahr in Hamburg, der dann ja eher von den Ausschreitungen überschattet war, aber wurde der Compact with Africa ins Leben gerufen. Das ist ein Vertrag mit den vor allem ein Stück weit reicheren, wenn man so möchte, Ländern Afrikas, Ländern wie Ruanda, wie Tunesien, wie Äthiopien, wie Senegal. Reich ist natürlich sehr relativ.
Aber auf jeden Fall geht es darum, Privatinvestitionen in afrikanischen Ländern zu fördern. Das ist so ein zweites Programm, wie Fluchtursachen bekämpft werden sollen. Auch dort würden wir sagen, Privatinvestitionen in afrikanischen Ländern, das ist nicht wirklich ein Versprechen, das ist eigentlich eher eine kleine Bedrohung. Und obendrein, auch dazu wird gleich noch mehr gesagt werden, und obendrein haben aber auch ganz viele Entwicklungsbanken, wie die Afrikanische Entwicklungsbank, teilweise sogar richtig große Geldbeträge angekündigt, mit der sie einen Beitrag zur sozusagen Bekämpfung von Fluchtursachen leisten möchten. Also mit anderen Worten, dieses Thema Fluchtursachen ist in der internationalen Politik auf ganz verschiedenen Ebenen ein ganz wichtiges Thema. Und jetzt geht es aber natürlich um die Frage, ist das überhaupt realistisch, kann das funktionieren? Und da würden wir sagen, es gibt verschiedene Gründe, die eigentlich eher dafür sprechen, das kann gar nicht funktionieren. Der eine Grund, ich habe ihn eben schon angedeutet, als ich gesagt habe, hören Sie auf das Datum 19. Jahrhundert. In Afrika hat sich, und eigentlich nicht erst im 19. Jahrhundert, sondern genau betrachtet, was Westafrika und Nordafrika betrifft, seit dem 8. Jahrhundert eine ganz intensive Kultur der Mobilität entwickelt. Diese Kultur der Mobilität hat sich in West- und Nordafrika im Rahmen des Trans-Sahara-Handels entwickelt. Mit anderen Worten, intensive auch Bevölkerungsbewegungen von Nordafrika nach Subsahara-Afrika, also nach das Afrika südlich der Sahara und umgekehrt. Aber es gab auch die Pilgerfahrten nach Mekka. Es gab ganz viel Wandermigration, also ganz viel Nomadismus, Halbnomadismus, das gibt es bis heute. Bauern und Bäuerinnen sind Jahrhunderte, wenn der Boden ausgelaugt war, einfach weitergezogen und haben ihr Dorf eben einige Kilometer oder einige Dutzend Kilometer weiter entfernt aufgeschlagen. Das, was ich eingangs schon gesagt habe, der Kontinent hat eine ganz lange Geschichte von Mobilität. Das wird in Europa viel zu wenig wahrgenommen. Da wird immer im Grunde genommen diese Idee kultiviert. Eigentlich sind doch Bauern und Bäuerinnen sesshaft und jetzt gibt es da eine Krise und deswegen kommen die alle zu uns. Aber so ist es nicht. Es gibt eine ganz lange Tradition der Mobilität in Subsahara-Afrika. Diese Mobilität ist eigentlich zirkulär. Die geht gar nicht von A nach B, sondern es geht eigentlich darum, entlang der Regenzeiten, der sozusagen der Erntesaisons, sich außerhalb der Regenzeit beispielsweise in Städte zu bewegen, Geld zu verdienen, während der Regenzeit zurückzubekommen. Es gibt dazu auch ganz viel kulturelle Sprichwörter. In Mali heißt es, Migration heißt vom ersten Tag der Migration an seine Rückkehr vorzubereiten. Mit anderen Worten, es gibt im Grunde genommen eine ganz intensive Bewegungskultur. Und ganz viele afrikanische Leute sagen, so etwas kann man gar nicht durch alle Migrationsmaßnahmen dieser Welt. Man kann nicht eine in Jahrhunderten gewachsene Kultur einfach aushebeln. Das funktioniert nicht. Das wird auch als unplausibel, als kontraintuitiv empfunden. Dementsprechend sagen auch eben viele afrikanische Migrantinnen, was soll das? Warum sollen wir hier nicht herkommen dürfen? Für die ist eben tatsächlich Migration auch ein Menschenrecht. Aber oft auch mitgedacht mit dieser Idee, eigentlich würden wir auch wieder zurückgehen. Und wir sagen, dass viele nicht zurückgehen, liegt darin, dass sie hier in einem prekären Status leben. Sie mussten jahrelang ihr Leben riskieren, unglaublich viel Geld aufwenden, um überhaupt nach Europa zu kommen. Da geht man nicht einfach wieder zurück, wenn man dann wieder von vorne anfangen müsste. Wenn man sich Zahlen anguckt, 60er und 70er Jahre über Rückkehrquoten nach Kongo, nach Senegal, nach Ghana, sind viele Migrantinnen gekommen und aber auch wieder zurückgegangen und dann sind andere Familienmitglieder gekommen. Zwischen Mali und Senegal einerseits und Frankreich andererseits gab es ganze Migrationssysteme. 2-3 Jahre hier oder 5 Jahre hier und dann auch wieder zurück. Und diese Migrationssysteme, diese zirkuläre Migration ist zum Erliegen gekommen durch die Migrationspolitik, die die Leute sozusagen in einen schwachen Aufenthaltsstatus zwingt. Und wenn sie dann zurückgehen, verlieren sie ihre Möglichkeit, wieder zurückzukommen oder ein anderes Familienmitglied kann kommen. Und weil eben das immer schwieriger wurde, sind immer mehr geblieben. Und so sind überhaupt erst die Sans-Papiers, die Papierlosen in Frankreich entstanden. Aus einer Bewegung wurde ein Stillstand. Und deswegen sagen wir erstmal, ist es völlig unrealistisch, mit dieser Migrationspolitik zu glauben, Mobilität aufhalten zu können. Ein zweiter Punkt, auch ganz wichtig, es ist nicht so, dass die Ärmsten auf dieser Welt in die Migration gehen. Ganz im Gegenteil. Migration ist eigentlich ein Wohlstandsphänomen. Je reicher Nationen sind, desto mehr Leute migrieren, weil man überhaupt erst die Ressourcen dafür hat. Es sind vor allem die Schwellenländer, wo die Migration erstmal ganz stark ist. Die stärksten Migrationsländer sind Indien, sind Mexiko und sind Russland. Unter den 20 Ländern mit dem größten Migrationsanteil gibt es ein afrikanisches Land. Ägypten auf dem 19. Platz mit 3,4 Millionen.
ein afrikanisches Land. Das heißt ja immer, Afrika sozusagen würde sich in den Rest der Welt begeben, weil alles so schlimm ist. Es ist gar nicht so. Es sind ganz andere Länder, wo die Migrationsbewegungen stattfinden. Und wenn man jetzt noch anguckt, den Anteil an internationalen Migranten an der Gesamtwohnbevölkerung, dann kann man feststellen, die meisten internationalen Migranten gibt es in den Industrieländern. Nämlich durchschnittlich 11,1%, in der Schweiz knapp 30%. In Afrika sind es 2%. Also die allermeisten Menschen in Afrika bewegen sich gar nicht außerhalb ihres Landes, die bewegen sich innerhalb ihrer Länder. Und wenn sie außerhalb ihres Landes sind, dann in ihrer Region. Und sie müssten erstmal überhaupt wohlständiger werden, um überhaupt nach Europa zu kommen. Mit anderen Worten, wenn wir Fluchtursachen erfolgreich bekämpfen, werden mehr MigrantInnen kommen. Das ist sozusagen erstmal die Antwort. Das heißt nicht, dass man Fluchtursachen nicht bekämpfen soll, aber es ist eine falsche Vorstellung zu glauben, dass dann weniger MigrantInnen kommen würden. Das ist tatsächlich einfach ein Punkt, wo sich die Politik, das ist ein Forschungsbestand, der seit den 60er Jahren, 70er Jahren vollkommen klar ist, wo die Politik sich weigert, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Ein weiterer Punkt, ich habe schon gesagt, 3,4 Milliarden Euro freizumachen für Fluchtursachenbekämpfung. Die Afrikanische Entwicklungsbank geht davon aus, dass allein für die Entwicklung der Infrastruktur, damit sind in dem Fall ausschließlich sanitäre Anlagen, Strom und Straßen gemeint und auch Eisenbahn, dass allein für die Entwicklung der Infrastruktur in Afrika in den nächsten 20 Jahren 80 Milliarden Euro jährlich notwendig sind. Und wir reden nur über Infrastruktur. Wir reden nicht über Schulen, wir reden nicht über Krankenhäuser, wir reden nicht über lokale Wirtschaftsentwicklung, über Unterstützung von Kleinbauern und Bäuerinnen, nur Infrastruktur, 80 Milliarden jährlich. Und die EU stellt 3,4 Milliarden ein Treuhandfonds zur Fluchtursachenbekämpfung zur Verfügung. Das sind Zahlenverhältnisse, die einfach ganz deutlich machen, es geht nicht wirklich, wenn die EU sagt, wir wollen die Fluchtursachen bekämpfen, es geht nicht wirklich darum, effektiv was zu tun, weil die EU ist ja nicht bescheuert, die weiß das ja, wie viel was kostet. Die kennt ja auch, was beispielsweise die Afrikanische Entwicklungsbank an Geld in die Hand nimmt. Aus unserer Sicht geht es wirklich darum, erst einmal nicht ganz so bescheuert dazustehen und einfach nur Migranten und Migrantinnen, Geflüchtete zu bekämpfen, sondern auch immer sagen zu können, wir tun natürlich auch was für die Situation vor Ort. Aus unserer Sicht verweist bereits diese Geldsumme, dass es darum nicht wirklich gehen kann. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema des Abends. Europa tut natürlich immer so, als ob es mit dieser Vielfachkrise in Afrika, Vielfach bezieht sich auf die vielen Krisen, auf die ich jetzt gleich eingehen werde, eigentlich gar nichts damit zu tun hätte. Als ob es eigentlich eher Retter in der Not, so eine Art Feuerwehr ist, die jetzt irgendwie mehr oder weniger selbstlos versucht, einen Beitrag zu leisten, damit es dort besser wird. Da würden wir sagen, das stimmt natürlich nicht ganz, im Gegenteil. Und jetzt kommt eben der geschichtliche Bezug ins Spiel. Wenn man zurückguckt, wenn man wirklich guckt, wie sich das in den letzten paar hundert Jahren entwickelt hat, dann kann man zeigen, dass die heutige Situation natürlich was mit der Geschichte des Kolonialismus zu tun hat. Und dass es tatsächlich so ist, dass wir heute die aktuelle Situation auch ein Erbe dieses Kolonialismus ist. Und genau das möchte ich eben aufzeigen. Ich möchte zeigen, dass der Kolonialismus nicht nur bis zum Beginn der Unabhängigkeit ein Problem gewesen ist, sondern dass der Kolonialismus ein Problem gewesen ist, das eben auch sozusagen heute noch wirksam ist. Wenn heute von korrupten Regierungseliten in afrikanischen Ländern die Rede ist, dann kann man, das will ich jetzt gleich versuchen, zeigen, dass der Ursprung davon tatsächlich in dem sozusagen despotischen kolonialen Staat liegt. Die heutigen korrupten Eliten sind in die Schule dieses kolonialen despotischen Staates gegangen, sie sind in die Fußstapfen getreten und Gleiches gilt auch für andere Felder, Ökonomie etc. Und genau diesen Zusammenhang möchte ich aufzeigen, und zwar aus zwei Gründen. Ich möchte ihn einerseits aufzeigen, um tatsächlich Verantwortlichkeitsverhältnisse deutlich zu machen, um auch deutlich zu machen, dass die Forderungen nach Reparationen, auch die Herero und Nama fordern Reparationen für den Völkermord. Das ist nicht eine Frage von Charity, von Hilfe, von Freiwilligkeit, das zu zahlen oder nicht. Aus unserer Sicht ist das ein Recht. Ein Recht, was sich tatsächlich aus kolonial zugefügtem Unrecht ergibt. Und das muss man aber natürlich auch ein Stück weit zeigen, wo dieses kolonial zugefügte Unrecht eigentlich liegt, wie das entstanden ist. Und ein zweiter Punkt ist natürlich, wenn man das nochmal so rückverfolgt, dass man da natürlich viel besser und viel eindeutiger auch erkennen kann, wo liegen eigentlich die Schwachpunkte? Wie hat sich das eigentlich tatsächlich entwickelt? Die heutige Wirtschaft, inwieweit war die in Keimform bereits in der kolonialen Wirtschaft angelegt?
der heutige Staat, wie war der in der Keimform bereits im kolonialen Staat angelegt? Das zu erkennen, ist aus unserer Sicht auch ein ganz wertvolles Mittel, um tatsächlich genauer zu wissen, was müsste man eigentlich tun, damit es wirklich anders läuft. Zur Ankündigung heute gehörte ja auch zu sagen, was heißt eigentlich wirkliche Fluchtursachenbekämpfung? Wirkliche Fluchtursachenbekämpfung heißt nicht, mit 3,4 Milliarden Euro über einen riesigen Kontinent zu laufen und hier einen Brunnen zu machen, hier ein Dorfprojekt, dort ein Ernährungssicherungsprojekt. Das ist alles gut und wichtig für die, die davon jeweils profitieren, aber das ist keine Fluchtursachenbekämpfung. Bevor ich damit anfange, möchte ich ein Zitat vorlesen von Aimé Césaire. Ich weiß nicht, ob ihn einige kennen. Aimé Césaire ist einer der wichtigsten intellektuellen Lyriker, Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gewesen. Er stammt aus Martinique, also er ist 2005 verstorben im hohen Alter. Er stammt aus Martinique, einer ehemaligen Sklaveninsel in der Karibik. Und er hat die Negritude begründet. Das war eine Widerstandsbewegung gegen den Kolonialismus. Er ist einer der Wegbereiter von antikolonialen Widerstandsbewegungen. Das war eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Ländern aus der Karibik oder Menschen aus Ländern der Karibik, Nachfahren von Sklaven und Sklavinnen und eben afrikanischen Ländern, die sich da im Zuge der Unabhängigkeitskämpfe ergeben hat. Und dieser Aimé Césaire hat unter anderem im Jahr 1950 ein Buch über den Kolonialismus geschrieben oder eher ein Büchlein und aus dem möchte ich zitieren. Da beschreibt er nämlich, was Kolonialismus ist. Und warum möchte ich das zitieren? Aus meiner oder unserer Überzeugung heraus entsteht relativ schnell eine relativ sachliche und nüchterne Atmosphäre, wenn über den Kolonialismus gesprochen wird. Kolonialismus wird als etwas empfunden, was sehr weit weg ist. Deutschland hat seine Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg verloren. Da wird dann so sachlich abgewogen, naja, also auch in Geschichtsbüchern, in Schulbüchern, es gab gewisse Vor- und es gab gewisse Nachteile. Da würden wir sagen, das ist hochgradig zynisch. Am Kolonialismus gibt es nichts schön zu reden. Und weil ich jetzt auch ein weißer Referent bin, wir ein mehrheitlich weißes Publikum sind, finde ich es wichtig, einfach erstmal auch aus einer südlichen Perspektive zu hören, von einem Zeitgenossen, noch 1950 geschrieben, vor dem Zeitpunkt der Unabhängigkeit, wie dort eigentlich Kolonialismus bestimmt wird. Ich habe hier ein Bild von Aimé Césaire mitgebracht und habe auch dieses Zitat. Kann man das jetzt lesen oder ist es immer noch zu klein? Nein, ich lese es ja auch vor. Meine Idee war, dass man mitlesen kann. Es funktioniert nicht. Ich lese so vor, dass es hoffentlich verstehbar ist. Auszug aus der Rede über den Kolonialismus. Kein menschlicher Kontakt, sondern Beziehungen von Herrschaft und Unterwerfung, die den Kolonisierenden zu einem Aufseher, einem Feldwebel, einem Gefängniswärter, einem Wachhund machen und den Eingeborenen, solche Worte nutzt Césaire bissig ironisch, füge ich hinzu, zu einem Produktionsmittel. Ich darf hier meinerseits eine Gleichung aufstellen. Kolonisierung gleich Verdinglichung. Ich höre den Proteststurm. Man redet mir von Fortschritten, die der Kolonialismus gebracht habe, von Errungenschaften, von geheilten Krankheiten, von gestiegenem Lebensstandard. Alles Argumente, mit denen bis heute der Kolonialismus in Europa schön geredet wird, füge ich hinzu. Ich aber rede von um ihre Identität gebrachten Gesellschaften, von niedergetrampelten Kulturen, von ausgehöhlten Institutionen, von konfisziertem Land, von ausgelöschten Religionen, von vernichtetem künstlerischem Glanz, von vereitelten großen Möglichkeiten. Man wirft mir Statistiken, Straßen, Kanal- und Eisenbahnkilometer an den Kopf. Ich aber rede von Tausenden abgeschlachteter Menschen im Ozean Kongo. Ich rede von denen, die in dem Augenblick, da ich dies schreibe, mit bloßen Händen den Hafen von Abidjan, der größten Stadt der heutigen Elfenbeinküste, ausheben. Ich rede von Millionen Menschen, die von ihren Göttern, von ihrer Erde, von ihren Gewohnheiten, aus ihrem Leben, aus dem Leben überhaupt, vom Tanz, von der Weisheit weggerissen wurden. Das ist jetzt auf die Sklaven gemünzt. Ich rede von Millionen Menschen, denen man ganz bewusst die Angst, den Minderwertigkeitskomplex, das Zittern, den Kniefall, die Verzweiflung, das Domestikentum eingebläut hat. Man will mir mit der Tonnage an Baumwolle oder exportiertem Kakao, mit vielen Hektar gepflanzter Ölbäume und Weinreben imponieren. Ich aber rede von natürlichen Ökonomien, von harmonischen und lebensfähigen Ökonomien, von auf die Eingeborenen zugeschnittenen Ökonomien, die man zerrüttet hat, von verstörten Nahrungsmittelkulturen, von planmäßig eingeführter Unterernährung, von nur am Profit des Mutterlandes orientierter Entwicklung der Landwirtschaft, von der Plünderung von Erzeugnissen, von der Plünderung von Rohstoffen. Man brüstet sich mit der Abschaffung bestimmter Übelstände. Auch ich rede von Übelständen.
aber um zu sagen, dass man auf die alten, sehr realen Übelstände andere, sehr verabscheuungswürdige gesetzt hat. Es dürfte deutlich werden, Césaire glorifiziert die vorkoloniale Vergangenheit keinesfalls. Er redet von alten Übelständen. Man redet mir von zur Raison gebrachten lokalen Tyrannen. Doch ich stelle fest, dass sie sich meistens sehr gut mit den neuen Tyrannen, das heißt den Kolonialbeamten, vertragen. Und dass zwischen diesen und den alten, beziehungsweise umgekehrt zum Schaden der Völker, ein Filz von Gefälligkeiten und versteckter Komplizenhaft entstanden ist. So viel Aimé Césaire. Ich möchte jetzt Sie und euch einladen, das, was ich jetzt erzähle, so ein Stück weit im Geiste eben dieses Zitates zu hören. Und eben tatsächlich sich klarzumachen, Kolonialismus ist nicht einfach so eine Abwägung. Ein paar Sachen waren gut, Eisenbahnen, Krankenhäuser und Ähnliches, und ein paar Sachen waren schlecht, Völkermord. Das, was da angeblich gut war, das wird jetzt auch gleich deutlich werden, war überhaupt nicht gut. Teilweise ist es einfach auch nur eine Behauptung, die in der Form gar nicht zutreffend ist. Wenn es darum geht, wie ist eigentlich die Geschichte zwischen Europa und Afrika auseinandergetreten, sagen viele Historiker heute, dass der entscheidende Zeitpunkt der Beginn der Sklaverei gewesen ist. Es gab schon vorher einen gewissen Abstand, aber erst mit der Sklaverei ist dieser Abstand zu dem ersten großen Graben geworden, und durch den Kolonialismus ist es zum Abgrund geworden. Ich zeige dieses Bild hier, weil es wahrscheinlich die jüngste, und es geht ja um Skulpturen, auch wir haben es ja in der Einleitung gesehen, heute auch unter anderem in Münster, es ist die wahrscheinlich jüngste, gerade vor einigen Wochen eröffnete Skulptur zum Kolonialismus, eine Skulptur aus Alabama in den USA, wo ein Museum zu Lynchmorden in den USA, zu den über 4000 Menschen, die gelyncht wurden, in den USA eröffnet wurde, aber da gibt es eben auch dieses Denkmal, das ist eine Personengruppe von 5 oder 6 Personen zur Sklaverei. Die Sklaverei, wie gesagt, ist der Auftakt dafür, dass die Entwicklungen sich in Europa und Afrika begonnen haben, auseinanderzuentwickeln. Es gab unterschiedliche Formen von Sklavenhandel, werden die meisten wissen. Es gab den transatlantischen Sklavenhandel, der aus der europäischen Sicht natürlich der wichtigste ist. Vor allem in den Jahren 1650 bis 1850, allerdings hat es bereits 1450 begonnen. In diesem Sklavenhandel sind, das weiß man heute relativ genau, 12,5 Millionen Menschen in die sogenannte Neue Welt versklavt worden. Ungefähr nochmal so viele sind bei der Gefangennahme ums Leben gekommen. Das war ja nicht einfach nur hier mitkommen, sondern das waren Kriege, das waren Überfälle und dergleichen mehr. Also es ist ungefähr 24 Millionen Menschen, die auf die eine oder andere Weise diesem Sklavenhandel zum Opfer gefallen sind. Es gibt auch den arabischen Sklavenhandel, der ist deutlich unbekannter. Der hat schon 650 angefangen und ging bis in die, ins 20. Jahrhundert herein. Die letzten Sklavenmärkte im Nahen Osten wurden in den 20er und 30er Jahren geschlossen. Im arabischen Sklavenhandel, das war auch dann der Sklavenhandel, der unter anderem über die Sahara gegangen sind, der eben viel länger gedauert hat, sind 17 Millionen Menschen versklavt worden. Dieser arabische Sklavenhandel ist in Europa, aber auch in Afrika und in der arabischen Welt relativ unterthematisiert. Das soll uns heute erstmal nicht stören, weil Europa hat sich erstmal um sein eigenes Verbrechen zu kümmern, nämlich den transatlantischen Sklavenhandel. Und es gab auch den internen Sklavenhandel. Es gab viel internen Sklavenhandel in Afrika, aber es gab da einen wichtigen Unterschied. Versklavung dort war natürlich nicht mit Rassismus verknüpft, mit Unterwerfung, allen Formen von rassistischer Demütigung. Sklavenhandel intern hat oft bedeutet, dass man nach einigen Jahren entweder zurückgehen konnte oder im Grunde genommen Teil dieser neuen Gemeinschaft geworden ist. Das soll das nicht romantisieren, aber es ist auf jeden Fall was anderes gewesen. Historiker, wie gesagt, sind sich heute einig, dass das der Anfangspunkt für das Auseinandertreten gewesen ist. Es sind lokale Ökonomien zerstört worden. Immer wieder. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ich habe die Zahlen genannt. 12,5 Millionen im transatlantischen Sklavenhandel und nochmal so viele getötete Menschen. 17 Millionen im arabischen Sklavenhandel. Im Jahr 1800 hatte Afrika gerade mal knapp über 100 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen überhaupt. Also man kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn immer wieder ganze Landstriche entvölkert werden, Dörfer zerstört werden, da kann sich lokale Ökonomie überhaupt nicht entwickeln. Und vor allem Historiker aus der Karibik sind es gewesen, die früh darauf hingewiesen haben, dass die Menschen eigentlich ganz stark mit der Verteidigung ihrer Freiheit beschäftigt waren. Die waren gar nicht in der Lage, Produktionsmittel, wenn man so möchte, weiterzuentwickeln, weil immer wieder die Gesellschaft durch den Sklavenhandel umgestülpt wurde. Was auch interessant ist, ist, dass der transatlantische Sklavenhandel den innerafrikanischen Sklavenhandel quasi
forciert hat. Er war vorher schon da, aber er ist erst durch den transatlantischen Sklavenhandel so richtig explodiert und auch das hat sozusagen zu zusätzlichen Problemen im eben gesagten Sinne geführt. Natürlich hat das Ganze auch massive Traumata gestiftet, worüber viele afrikanische Intellektuelle und Schriftsteller heute schreiben. Der nigerianische Nobelpreisträger Wole Soyinka spricht von kultureller und spiritueller Vergewaltigung, die eben im Rahmen dieser Sklaverei stattgefunden hat. Und jetzt muss man sich vorstellen, einerseits ist Afrika eben durch den Sklavenhandel derart sozusagen in die Defensive gedrängt worden und umgekehrt ist ja genau der Sklavenhandel der Punkt gewesen, wo eben sowohl die heutige USA, aber eben auch Europa angefangen hat, sich zu industrialisieren auf der Grundlage. Und deswegen sind diese beiden Entwicklungswege dort mit Beginn der Sklaverei auseinandergetreten. Ich betone das deshalb, weil Denkmäler für Sklaverei sind in den USA ganz normal, sie sind in Afrika ganz normal. In jeder afrikanischen Stadt kann man entsprechende Denkmäler finden. Und hier sind es im Grunde genommen Notizen in Schulbuchkapiteln atlantischer Dreieckshandel. Mehr oder weniger eine langweilige Angelegenheit für viele Schüler und Schülerinnen. Man muss sich vor Augen führen, wenn wir über Fluchtursachen heute reden, die Keimzelle davon liegt tatsächlich ein paar hundert Jahre zurück, aber sie ist identifizierbar. So viel erstmal zur Sklaverei. Ich komme jetzt zum Kolonialismus. Oft werden ja Kolonialismus und Sklaverei so ein Stück weit ineinander gesetzt. Das ist aber überhaupt nicht dasselbe. Die Sklaverei ist 1850 ausgelaufen, da hat der Kolonialismus überhaupt erst begonnen. Und ich habe ja vorher schon gesagt, man kann im Grunde genommen in der Form, wie der Kolonialismus stattgefunden hat, die Keimzellen des heutigen Problems finden. Was die Ökonomie betrifft, ist das ganz offensichtlich. Anfangs war die koloniale Ökonomie eine Raubökonomie. Da hat man eben versucht, tatsächlich Kautschuk, Elfenbein, Viehherden, also ganz viele eher natürliche Rohstoffe zu rauben, den Leuten wegzunehmen, sie zu ermorden. Gerade in der Kolonie des belgischen Königs Leopold sind Millionen Menschen durch den Kautschukanbau ums Leben gekommen. Von dieser Raubökonomie ist im Rahmen des Kolonialismus dann seit dem Ersten Weltkrieg abgerückt worden und es wurde systematischer entwickelt und es wurde die Struktur entwickelt, die Afrika bis heute prägt. Auf der einen Seite eine starke Fokussierung und auch Reduzierung darauf, Rohstofflieferant von agrarischen Rohstoffen zu sein und aber auch von mineralischen, also von Bergbaurohstoffen. Diese sozusagen Aufteilung, Zuspitzung, die auch heute noch die Ökonomie zahlreicher afrikanischer Länder prägt, ist damals entstanden, letztendlich Afrika zum Rohstofflieferanten zu degradieren. Umgekehrt formuliert kann man sagen, viele Regionen, wo es das eine oder das andere nicht gab, wurden gar nicht entwickelt. Die wurden links liegen gelassen. Man kann sagen, dass der Handel mit Dritten ganz gezielt unterbunden wurde. Die europäischen Kolonialmächte haben Zölle erhoben, wenn die Länder mit dritten Ländern handeln wollten. Sie sollten sich gar nicht entwickeln und autonom, unabhängig von den Kolonialmächten entwickeln können. Sie sollten auch überhaupt nicht eine Industrie oder sowas aufbauen können. Das wurde ganz gezielt verhindert, auch im Unterschied zu anderen Weltregionen. Japan hat beispielsweise in Korea eine Schwerindustrie im Rahmen des Kolonialismus entwickelt. Genau das hat in Afrika nicht stattgefunden. Von Anfang an nicht. Mit anderen Worten, wie gesagt, die heute schon oder immer noch existierende Struktur ist damals bereits angelegt worden. Ganz ähnlich ist das mit der Infrastruktur gewesen. Die Infrastruktur in dem Césaire-Zitat, was ich vorgelesen habe, kommt das ja zum Ausdruck. Die Infrastruktur ist immer eines der Argumente, wo Europa sagt, wir haben doch Afrika dieses und jenes und solches gebracht. Aber es wurde nicht dieses, solches und jenes gebracht. Ganz im Gegenteil, das, was gebracht wurde, stand immer im Dienste letztendlich kolonialer Interessen. Das ist jetzt so ein Denkmal zu Zwangsarbeit, das überspringe ich jetzt. Das ist das Eisenbahnnetz, wie es im Kolonialismus entstanden ist und wie es auch heute noch besteht in Afrika. Man kann sehen, lauter Eisenbahnlinien, die immer nur Stich-Eisenbahnlinien sind, aus dem Landesinneren zum nächsten Hafen. Über diese Stich-Eisenbahnlinien wurden eigentlich immer nur die Kolonialtruppen ins Landesinnere gebracht und eben Rohstoffe vom Landesinneren in die Häfen gebracht. Einzige Ausnahme kann man hier unten sehen, Südafrika. Jetzt zeige ich nächstes Bild, das wäre ein Eisenbahnnetz. So könnte sich eine Gesellschaft entwickeln. Wenn diese Querverbindungen da wären, dann könnten sich auch die Gesellschaften selbst entwickeln. Das war aber nicht gewollt.
gewollt war, dass man das abtransportiert, was Europa brauchen kann. Also von Infrastruktur, jetzt im Eisenbahnbereich, im Sinne davon, dass es der Entwicklung dienen würde, kann nicht die Rede sein. Und das ist das heutige Eisenbahnnetz. Viele dieser Eisenbahnen sind inzwischen stillgelegt. Weiteres Beispiel, Straßen. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit sind gerade mal 10% aller Straßen in Afrika südlich der Sahara überhaupt geteert gewesen und ganz viele Landstriche waren überhaupt nicht durch Straßen erschlossen. Es gab auch nur dort Straßen, wo das eben für die Kolonialmacht als sinnvoll erschien. Elektrizität und ähnliches, alles Dinge, die zu dem damaligen Zeitpunkt in Europa dann eben entwickelt wurden, wurden nie entwickelt. Telekommunikation wurde nicht entwickelt. Und jetzt komme ich zur sozialen Infrastruktur. Die ist immer noch ein wichtiges Argument. Wir haben ihnen Schulen gebracht. Wir haben ihnen Krankenhäuser gebracht. Césaire geht ja schon darauf ein, dass das erstens nicht so viel zählt im Lichte der Verbrechen, aber er sagt auch, dass das so gar nicht unbedingt stimmt. In Afrika südlich der Sahara gab es bis 1960 keine einzige Volluniversität. Es war auch gar nicht gewünscht, dass die afrikanischen Menschen auf die Universität gehen. Man hatte die Erfahrung von Indien. Viele kennen den Film Gandhi, alles Intellektuelle, Rechtsanwälte, die die indische Unabhängigkeitsbewegung vorangetrieben haben. Da haben die Kolonialgemächte gesagt, sowas können wir nicht brauchen und haben gesagt, hier, wir wollen die Leute ausbilden, aber nur in ganz elementaren Fähigkeiten, damit sie uns zur Hand gehen können. 95% der Menschen konnten nicht lesen und schreiben im Jahr 1945 und selbst zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit rund um das Jahr 1960 war dieser Wert nicht viel besser. Also, dass Schulen gebracht wurden, stimmt so nicht. Es wurde eine kleine Elite ausgebildet, die dann unmittelbar dienstbar war, der Kolonialmacht. Und diese Elite ist letztlich auch die postkoloniale Elite gewesen, die sich relativ schnell als gelehrige Schüler entpuppt haben und die das machen, was heute dann eben Bad Governance heißt. Die Einschulungsraten, noch so eine Zahl, die das unterstreicht, die Afrika Ende des 20. Jahrhunderts erreicht hat, hatte Korea bereits in den 50er Jahren. Also nur noch mal, um zu verdeutlichen, es stimmt einfach nicht, wenn behauptet wird, im Rahmen des Kolonialismus wurde dieses oder jenes geschaffen. In ganz West- oder Französisch-Westafrika gab es 1946 23 Krankenhäuser. Also in einem Gebiet weit doppelt so groß wie ganz Europa, 23 Krankenhäuser. Also da kann man sich eben vor Augen finden, es gab keine Gesundheitsversorgung. Es gab Tropenmedizin, die vor allem den Zweck hatte, dafür zu sorgen, dass eben nicht mehr 50% der europäischen Angehörigen der Kolonialtruppen ums Leben kommen, weil das war der anfängliche Wert. Die sind wie die Fliegen, so muss man das ausdrücken, tatsächlich gestorben an eben diesen Tropenkrankheiten. Deswegen wurde eine Tropenmedizin ins Leben gerufen, von der dann irgendwann auch die Bevölkerung profitiert hat. Aber erstmal ging es eigentlich um was ganz anderes. Ich komme zum kolonialen Staat. Der koloniale Staat war, ich habe es jetzt schon öfters gesagt, ein despotisches Gebilde, ein Kommandostaat. Der hatte nicht den Zweck, einen Beitrag zur Entwicklung der Länder zu leisten oder einen Beitrag dazu, dass wirklich in der Fläche eine gute Infrastruktur entsteht. Der koloniale Staat hatte genau die Funktion, das umzusetzen, was ich jetzt erzählt habe. Eine koloniale Wirtschaft einzurichten, eine Infrastruktur einzurichten, Steuern zu erheben, damit die Kolonien sich finanzieren können. Auch Steuern zu erheben, damit die Menschen gezwungen werden, aus der Subsistenzwirtschaft rauszugehen und auf den Plantagen der Weißen arbeiten zu können. Das war die Aufgabe des kolonialen Staates und seine Aufgabe war es, Widerstand niederzuschlagen. Und sei es durch einen Völkermord wie in Namibia, weil der Völkermord in Namibia war eine Reaktion darauf, dass das Deutsche Reich geplant hat, 75% aller Landflächen im damals Deutsch-Südwestafrika zu enteignen für deutsche Farmer. Und solche Aufstände sollten eben niedergeschlagen werden. Das sozusagen war die Rolle, die Funktion des kolonialen Staats. Der koloniale Staat war ein Projekt aus Untertanen und Herrschern und geherrscht wurde mit Hilfe einer kleinen afrikanischen Elite, die eben speziell auch, wenn man so möchte, herbeisozialisiert wurde. Es wurden oft Chiefs ausgewählt, wo dann gesagt wurde, so, du bist jetzt Chief, du hast jetzt besondere Rechte und traditionelle Systeme von Checks und Balances wurden ausgehebelt. Es gab natürlich auch früher Dorfälteste, Ältestenräte, unterschiedlichste Formen von Königreichen, das war aber sehr oft sehr austariert. Dieses Austarierte wurde zerschlagen, die Kolonialmacht hat bestimmte Leute beauftragt, du bist jetzt hier Chef, du kannst Steuern erheben, du musst die Zwangsarbeiter abliefern, du bist auch die oberste Gerichtsbarkeit, nur im Strafrecht hat sich die Kolonialmacht es vorbehalten, im Zweifel zwar selbst zu strafen, aber sozusagen die ganze
Drecksarbeit im Alltag, durften dann eingesetzte Chiefs machen, die, wie gesagt, die Keimzelle des korrupten heutigen afrikanischen Staats sind. Ich komme zu einem letzten Punkt, was den Kolonialismus betrifft, die sogenannte innere Kolonisierung. Ich habe es ja eben gesagt, eine kleine Minderheit konnte aufsteigen. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so gewesen, dass es eine ganz schwierige Situation gegeben hat, nämlich dass einerseits Unterdrückung stattgefunden hat, aber die Weißen sich andererseits als Vorbilder installiert haben und dass auch solche Entfremdungseffekte stattgefunden haben. Ein, was Césaire beschreibt, ein Rausgerissenwerden aus der eigenen Kultur, und man hat jetzt so ein plötzlich alternatives Vorbild, eine weiße europäische Kultur, an der man überhaupt nicht partizipieren kann. Es gibt da ganz viel also von afrikanischen Intellektuellen, Analysen, Untersuchungen von Schriftstellern, die das eben beschrieben haben, diesen Prozess von Frantz Fanon, einem wichtigen, auch aus Martinique stammenden, einem Schüler von Césaire, eigentlich dann in Algerien gewirkt habenden antikolonialen Befreiungstheoretiker, gibt es die Formulierung schwarze Haut, weiße Masken, wo eben darauf verwiesen wird, die Menschen waren Schwarze, aber tatsächlich das Selbstbild war oft sehr stark von Weißen geprägt. Ich möchte das hier nicht weiter ausführen. Einmal mehr, ich bin ein weißer Referent, wir sind ein mehrheitlich weiß-europäisches Publikum. Das ist ein ganz schmerzhafter Prozess, aber er spielt für soziale Bewegung, für Zivilgesellschaft in Afrika eine ganz wichtige Rolle, auch heute, das genau zu überwinden. Stattdessen möchte ich nochmal Césaire vorlesen, von dem ich ja schon gesagt hatte, dass die von ihm gegründete Negritude eigentlich genau den Zweck hatte, hier so etwas wie eine Selbstermächtigung zu erlauben. Nochmal ein Zitat von Césaire. Jetzt aus einer Rede, die er 20 Jahre später, also nach der Unabhängigkeit, gehalten hat, wo er nochmal darauf eingeht, was eigentlich mit der Negritude es auf sich hat. Die Negritude entspringt einer aktiven, offensiven Geisteshaltung. Sie ist ein Aufflammen von Selbstgefühl. Sie ist Verweigerung und Ablehnung, will sagen Ablehnung von Unterdrückung. Wenn die Negritude keine Sackgasse war, dann deshalb, weil sie anderswohin geführt hat. Und wohin? Sie hat uns zu uns selbst geführt. Denn sie war nach einer langen Strecke der Entbehrung die Inbesitznahme unserer Vergangenheit durch uns selbst. Mit der Negritude war ein Werk der Rehabilitierung unserer Werte durch uns selbst. Ein Werk der Wiederverwurzelung unserer selbst in einer Geschichte, in einer Geografie und in einer Kultur in Angriff genommen. Wobei sich das alles nicht in einer archaisierenden Vergangenheitsnostalgie, sondern in einer Art Reaktivierung der Vergangenheit zum Zwecke des Hinausgehens über sie ausdrückte. Also nochmal auch dort, Negritude heißt nicht zurück zu irgendwelchen nostalgisch verklärten Wurzeln, aber es heißt, nur wenn ich in mir selbst ruhe, wenn ich eine eigene Identität habe, wenn ich mich selbst anerkennen kann, wenn ich stolz auf mich bin, nur dann bin ich auch in der Lage, überhaupt was zu schaffen. Wenn ich aber in dem, was Frantz Fanon schwarze Haut und weiße Masken nennt, wenn ich in dieser Falle sitze, dann kann eben ganz vieles überhaupt gar nicht passieren. Soweit zum Kolonialismus. Jetzt die Zeit nach der Unabhängigkeit. Ich möchte mit dem Staat beginnen, wobei ich schon vieles formuliert habe. Der junge Staat war damit konfrontiert, im Grunde genommen ein Haus ohne Fundament zu haben. Ein Haus ohne Fundament heißt, es gab eine koloniale Wirtschaft, die viel zu schwach war, um überhaupt Steuern sozusagen zu bringen, die in der Lage gewesen wären, also Steuern, die in der Lage gewesen wären, so etwas wie Wohlfahrt zu schaffen, so etwas wie Entwicklung zu schaffen. Also von Anfang an war der ökonomische Druck sehr groß. Die ganzen Bergwerke und dergleichen mehr blieben weiterhin im Besitz der ehemaligen Kolonialmächte, von privaten Firmen, die weiterhin das ökonomische Geschehen ganz stark dominiert haben. Es gab das Problem, dass die Terms of Trade, das heißt letztendlich die Preise für Rohstoffe, die sind seit den 20er Jahren gesunken. Seit den 20er Jahren sinken die bis heute. Es gab manchmal so ein Auf bei bestimmten Phasen, bei bestimmten Rohstoffen, außer Gold und Diamanten, das ist immer ein hohes Niveau, alle anderen Rohstoffe gehen ständig runter. Also mit anderen Worten, diese jungen und unabhängig gewordenen afrikanischen Länder waren zwar auf der einen Seite wahnsinnig optimistisch und wollten was Neues schaffen, aber ökonomisch war der durch den Kolonialismus geschaffene Spielraum so eng, dass da eigentlich nicht viel war. Und dann ist genau das passiert, was ich jetzt schon mehrfach angedeutet habe. Diese Eliten, die eigentlich, viele waren formal links orientiert,
haben ganz schnell im Grunde genommen die Seiten gewechselt, sind ganz schnell auf Einparteiensysteme umgestiegen, haben gesagt, hier, wir müssen den Laden überhaupt zusammenhalten, es ist alles schwierig genug, wir können jetzt keine Opposition uns erlauben. Ethnizität wurde als großes Problem angesehen, weil die Kolonialmächte haben nur ethnische Parteien erlaubt, weil sie gesagt haben, wenn die ethnische lauter Einzelparteien haben, dann sind sie uns keine Gefahr. Wenn sie nationale Parteien haben, wie in Indien, dann kann es eine antikoloniale Widerstandsbewegung geben. Mit anderen Worten, es gab ganz viele ethnische Parteien, deswegen gab es so eine Überzeugung, wir müssen den Laden zusammenhalten, wir machen hier Einparteiensysteme, Gewerkschaften werden verboten, aber das war im Grunde genommen genau die falsche Handlung. Im Grunde genommen ist es ganz schnell zu massiver Korruption gekommen, es ist ganz schnell zu mehr oder weniger diktatorischen Prozessen geworden, die Freiheit wurde abgewürgt, also all das, was eigentlich auch notwendig ist, um eine wirklich im guten Sinne neue Gesellschaft zu entwickeln. Da gibt es natürlich Unterschiede, da müsste man jetzt jedes Land einzeln angucken, es geht ja eher um gewisse Tendenzen, die sich eben entsprechend vor Augen zu führen. Ganz ähnlich die Ökonomie, ich habe es ja letztlich schon gesagt, auch die Ökonomie hat sich letztlich genau auf der kolonialen Spur weiterentwickelt. Statt sozusagen wirklich dafür zu sorgen, dass sich so etwas wie eine Industrialisierung entwickelt, wofür es aber auch gar nicht die Ressourcen gab, wurde sehr schnell stark auf Rohstoffe gesetzt, auf agrarische Rohstoffe. Es wurde sehr schnell auf Bergbaurohstoffe gesetzt. Ab den 60er Jahren wurde Erdöl exportiert. Wie gesagt, die Terms of Trade gingen weiter in den Keller. Also man hat immer weniger für die Rohstoffe gekriegt und musste immer mehr Rohstoffe exportieren, um überhaupt ein bisschen was importieren zu können. Die neuen Staaten wollten ja auch was importieren. Die wollten auch eine Gesellschaft aufbauen, die auch irgendwie Güter brauchte. Aber statt dass das wirklich sich selbst getragen hätte, sind sie in die Verschuldungsfalle langsam gelaufen. Im Jahr 1970 hatten die afrikanischen Länder 6 Milliarden Dollar Schulden, im Jahr 1980 56 Milliarden Dollar Schulden und im Jahr 2000 280 Milliarden Dollar Schulden. Und alles das hat dann, ich komme da gleich noch drauf zu sprechen, eben tatsächlich dazu geführt, dass die Länder dann früher oder später in der Verschuldungsfalle, wie auch die lateinamerikanischen Länder, in den 1980er Jahren gelandet sind. Aber jetzt erst nochmal weiter sozusagen in der Entwicklung. Es ist also nicht nur so gewesen, dass auf der politischen Ebene das relativ schnell als Erbe des Kolonialismus in der Sackgasse gelandet ist, dass es auf einer ökonomischen Ebene in einer Sackgasse gelandet ist, sondern es ist auch so gewesen, und das ist das besonders Tragische, dass immer dann, wenn es mal Versuche gab, es anders zu machen, dass dann und Leute tatsächlich andere Ansätze gewählt haben, dass dann tatsächlich auch mit Unterstützung des Westens Militärputsche stattgefunden haben, 80 Militärputsche seit 1960, über 80 in afrikanischen Ländern, dass dann Militärputsche stattgefunden haben und äußerst fähige Köpfe dann auch weggeputscht wurden. Die bekanntesten beiden sind Patrice Lumumba in der Demokratischen Republik Kongo, der erste Ministerpräsident, wirklich ein Unabhängigkeitsführer, der das Zeug gehabt hätte, sagen viele auch heute aus heutiger Sicht, es anders zu machen. Der ist der damaligen, ehemaligen belgischen Kolonialmacht und den belgischen Unternehmen und vor allem der USA, die auf das Uran angewiesen war, was aus dem Kongo kam. Das Uran von Hiroshima und Nagasaki kam aus dem Kongo. Der Kongo war im Kalten Krieg kriegswichtig für den Kalten Krieg. Die wollten das Risiko eines solchen Ministerpräsidenten, der wirklich auf die Rohstoffe von Afrika aufpasst und einen guten Deal wollte sozusagen, die wollten das Risiko nicht eingehen. Er war noch nicht mal ein halbes Jahr an der Macht und wurde dann ermordet. Thomas Sankara, wahrscheinlich der heute bekannteste Freiheitsheld im heutigen Afrika, vor allem unter jungen Leuten, 1984 bis 1987 Präsident von Burkina Faso. Ein unglaublich charismatischer Präsident, der wirklich versprochen hat, vieles, also nicht nur versprochen, sondern es auch umgesetzt hat, ganz anders zu machen. Die erste Amtshandlung war, alle Mercedes der Regierung wurden verkauft, alle mussten im R4 fahren und viele solche Maßnahmen. Er hat es wirklich ernst damit gemacht. Er hat Beschneidung verboten, er hat aber schon zu einem Zeitpunkt in den 80ern Baumbepflanzungsprogramme eingeführt, wo noch niemand von ökologischer Krise gesprochen hat, selbst dort nicht wirklich. Also eine ganz charismatische Figur und die vor allem gesagt hat, 1987, die anderen afrikanischen Länder aufgefordert hat, Leute, lasst uns nicht die Schulden bezahlen. Wenn wir die Schulden als Afrika bezahlen, die Strukturanpassungsprogramme von IWF und Weltbank mitmachen, dann landen wir letztendlich in der Falle. Wir müssen dann die staatlichen Ausgaben runterfahren, wir müssen privatisieren. Das ist nicht zu unserem Vorteil. Er hat aufgefordert, einen Schuldenboykott zu machen.
Ein halbes Jahr nach dieser Rede war auch er tot. Patrice Lumumba, weiß man heute, ist vor allem vom belgischen Geheimdienst mithilfe des CIA ums Leben gebracht worden und von seinem engsten Gefährten Mobutu, der dann jahrzehntelang ein grausamer Diktator war. Thomas Sankara ist ebenfalls von seinem engsten Gefährten Blaise Compaoré, der dann ebenfalls bis vor 3 Jahren ein grausamer Diktator war, ums Leben gebracht worden, aber auch mit Unterstützung des französischen Geheimdienstes. Das sind wirklich die verpassten Chancen. Das Stichwort bei Thomas Sankara war Verschuldung. Die afrikanischen Länder sind in die Verschuldungsfalle getappt und haben letztendlich genau das erlebt, was... Wir haben am Anfang so viel Zeit verloren, ich kann die Bilder jetzt nicht mehr bezahlen, wir haben es schon fast 9:30, ich muss noch mein kleines Programm durchkriegen, aber ich komme vielleicht nachher nochmal ganz kurz auf die Bilder zurück. Auf jeden Fall, die afrikanischen Länder haben das erlebt, was Griechenland jetzt in den letzten 5 Jahren erlebt, ihnen wurden Privatisierungsprogramme aufgezwungen, ihnen wurden Streichungsprogramme aufgezwungen, Subventionen mussten gestrichen werden, die Landwirtschaft wurde noch einmal mehr auf Export festgelegt, damit sie auch ihre Schulden bezahlen können. Das hat letztendlich zu 2 verlorenen Dekaden in Afrika geführt, wie es immer heißt. Das hat nicht dazu geführt, dass es einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben hat, sondern dass es erstmal richtig in den Keller gegangen ist. Die Arbeitslosigkeit ist explodiert. Die Schulbesuchsrate ist wieder zurückgegangen. Der Gesundheitssektor ist wieder in sich zusammengefallen. Also selbst die kleinen Erfolge, die errungen wurden, es gab kleine Erfolge. All das ist zurückgefahren worden. Das, was es an Industrie gab, es gab kleine Industrie, die entwickelt wurde. Zwar unglaublich schwerfällig und bürokratisiert und ineffektiv, aber es gab Industrie. Das war nicht unwichtig, weil alles, was man selbst produziert hat, musste man nicht importieren. Ich gebe eine Zahl. In Nigeria gab es in den 80er Jahren noch 175 Textilfabriken. Im Jahr 2010 waren es nur noch 25. In Ghana gab es eine Textilindustrie mit 30.000 MitarbeiterInnen. Heute, 2010 und danach waren es nur noch 3.000. Mit anderen Worten, die ganze Industrie ist quasi vom Markt gefegt worden, weil es erzwungene Marktöffnungen gab und weil, das war der gleiche Effekt wie 89 mit der DDR, als dann zu früh das alles zusammengelegt wurde, weil dann tatsächlich einfach die Produkte gegen westliche Produkte nicht konkurrieren konnten. Mit anderen Worten, es gab Arbeitslosigkeit, Schulbesuchsrate ist nach unten, Gesundheitssektor ist nach unten, das, was es an Industrie gab, ist ausgestorben und das Ganze ist dann ja auch weitergegangen. Es ist ja nicht nur so gewesen, dass die Märkte mal für ein paar Jahre geöffnet und also die Zölle abgebaut und dann wieder aufgebaut worden wären, sondern sie sind ja niedrig geblieben. Das hat dann dazu geführt, das berühmte Beispiel mit den Hähnchen in Ghana. Ghana hatte eine 80%, über 80% Selbstversorgungsquote mit Hähnchen in den 80er und 90er Jahren, teilweise aufgebaut durch Hilfe in der Entwicklungspartnerschaft. Heute ist es noch unter 10%, weil Europa alle seine hier nicht gegessenen Hühnchenreste in diese Länder exportiert und aus Europa exportiertes Resthühnchenfleisch ist einfach schlicht und ergreifend billiger als das von ghanaischen Bauern selbst produzierte Hühnchenfleisch. Diese ganzen Beispiele gibt es ja in Bezug auf Getreide, die gibt es in Bezug auf Gemüse, in Bezug auf Milchprodukte. Die Märkte wurden im Zuge der Verschuldungsprogramme einmal geöffnet und seitdem sind sie offen und seitdem sorgen sie dafür, dass nicht nur kleinbäuerliche Existenzgrundlagen immer wieder auch neu zerschlagen werden oder gar nicht erst sich entwickeln können, sondern dass das, was auch als Industrie gewesen ist, dass das sozusagen auch vom Markt gefegt wurde. Der Bergbau wurde zum Eldorado durch diese Strukturanpassungsprogramme, zu einem Eldorado für westliche Firmen. Sie mussten noch kaum Steuern zahlen. Es gab die Tax Holiday, 15 Jahre Tax Holiday. Man kommt ja und entwickelt angeblich die Region. Entwickelt wird gar nichts. Zeigen die Ergebnisse, Forschung 20 Jahre später weiß man, es ist kein Entwicklungseffekt, wenn zu einer Goldmine ein Unternehmen kommt. Da haben dann vielleicht 1.000 Leute eine Anstellung für einige Jahre, aber Tausende von Leuten verlieren ihr Land, Tausenden von Leuten wird ihr Boden verseucht und irgendwann ist die Mine leer, dann gehen die weg und dann ist da gar nichts. Entwicklung hat so überhaupt nicht stattgefunden. Entwicklung findet nicht durch große Firmen statt. Entwicklung findet durch, wie es hier heißt, Klein- und Mittelstand statt. Und genau deswegen habe ich vorher gesagt, wenn beim G20-Gipfel im Jahr 2017 gesagt wird, wir fördern Privatinvestitionen, die jetzt nach Afrika gehen, um Fluchtursachen zu bekämpfen, dann ist das eine Bedrohung, dann ist das kein Versprechen, weil nämlich Großunternehmen, die gehen irgendwo hin, beuten den Boden aus, agrarischen Boden, Bergbauboden, gehen wieder weg und dann ist nichts, sondern Wüste. Es müsste eigentlich kleiner
Mittelstand, Handwerk, kleine Unternehmen, das müsste gefördert werden. Das ist aber beim G8-Gipfel, beim G20-Gipfel in Hamburg überhaupt nicht diskutiert worden. Also um das so ein bisschen auch zu verstehen, was da eigentlich passiert. Dadurch, dass die Kapitalverkehrskontrollen gelockert wurden, konnte Steuerbetrug im riesigen Stil stattfinden. Laut IWF verliert Afrika pro Jahr 175 Milliarden Dollar durch Steuerbetrug. Geld, was aus Afrika in die reichen Industrieländer exportiert wird. Nochmal, 175 Milliarden. Das sind riesige Summen, die jährlich nur durch Steuerbetrug verloren gehen. Das wären wirklich Möglichkeiten, wenn diese Steuern bezahlt werden müssten, unter anderem durch die transnationalen Unternehmen, dann würden diesen Ländern wirklich die Gelder zur Verfügung stehen, die notwendig sind, um so etwas wie eine eigenständige Entwicklungspolitik zu machen. Aber genau das findet nicht statt. Es finden keine Kapitalverkehrskontrollen statt. Es ist auch gar nicht unbedingt gewollt. Subventionen wurden auch abgebaut. Das heißt, die afrikanischen Länder durften nicht mehr ihre eigenen Bauern unterstützen. Die USA und die EU dürfen aber ihre Bauern weiterhin unterstützen, indirekt, durch indirekte Einkommensbeihilfen, wie es heißt. Das hat dazu geführt, dass die Hälfte der Baumwollbauern Westafrikas seit 2005, die Hälfte, wir reden von 2,5 Millionen Familienbetrieben, 1,25 Millionen Familienbetriebe haben in Westafrika seit 2005 den Anbau von Baumwolle aufgegeben, ein hochgradig ertragsreiches Produkt, weil sie gegen die hochgradig subventionierte US-Baumwolle nicht anhalten können. Die USA unterstützt ihre eigenen Baumwollbauern, 25.000 Betriebe mit pro Betrieb 75.000 Dollar pro Jahr, aber Länder wie Mali dürfen aufgrund des IWFs ihre Kleinbauern nicht unterstützen. Das hat zu Einkommenseinbußen von 20% geführt, deswegen die Hälfte der Kleinbauern sind raus. Ich hebe das deswegen hervor, um deutlich zu machen, die im Kolonialismus angelegte Struktur, Afrika soll bitteschön Rohstoffe produzieren und sonst nichts, die wird immer wieder in immer neuen Programmen quasi neu aufgelegt. Die Länder werden immer wieder neu gezwungen, genau dieses Programm umzusetzen. Und es werden immer wieder die gleichen korrupten Eliten dann eben letztendlich auch von westlicher Seite unterstützt. Ein Land wie Togo, was angeblich in der Demokratisierung wäre, wie gesagt, eine Familiendiktatur seit 51 Jahren, man stelle sich das vor, der kamerunische Präsident seit 1980 im Amt, also noch seit Helmut Schmidt. Also jetzt stelle man sich vor, immer der gleiche Präsident, immer die gleiche Clique, das sind dann aber sich angeblich demokratisierende Staaten genau dort. Und in dieser Kooperation zwischen West und sozusagen den afrikanischen Ländern liegt aus unserer Sicht als Afrik-Europe-Interact ein ganz zentrales Problem. Ich habe jetzt über ganz viele Probleme überhaupt nicht geredet, über Privatisierungseffekte, weil es gab Privatisierung im großen Stil, Tafelsilber wurde verkauft, Zugstrecken wurden, jetzt sind sie ja gar nicht mehr da, Zugstrecken wurden verkauft, privatisiert und dann stillgelegt oder sie wurden nur noch für Gütertransporte zugelassen, aber nicht mehr für Menschentransporte. Tausende von Menschen haben plötzlich den Zugang zum Eisenbahnverkehr verloren. Gibt's Hunderte von Beispielen. Ich habe über ganz viele andere Probleme nicht geredet. Über Klimawandel habe ich nicht geredet. Über Landgrabbing habe ich nicht geredet. Ein ganz wichtiges Thema für unser Netzwerk. Ich habe nicht über Kriege geredet, islamistischen Terror, der ja auch eine Reaktion oft darauf ist. Es geht ja immer auch um den erweiterten Kontext Fluchtursachen. Alles das ist nicht zum Tragen gekommen. Aber was ist zum Tragen gekommen ist, oder wovon ich jedenfalls hoffe, dass es zum Tragen gekommen ist, ist zu verstehen, das ist nicht einfach ein Zufall, das ist nicht ein Ausdruck der, wie es da manchmal heißt, des Turbokapitalismus, des wild gewordenen Kapitalismus in den letzten drei Jahrzehnten, sondern es ist eine Entwicklung, die eine viel ältere Geschichte hat, wo sich quasi bestimmte Muster immer wiederholt haben, natürlich auf eine andere Weise wiederholt haben, auch mit anderen Akteuren wiederholt haben, aber wo das Grundprinzip ganz stark das gleiche ist. Darin liegt die europäische Verantwortung, darin liegt aus unserer Sicht eine Verpflichtung dazu, Reparationen zu zahlen. Wie gesagt, nicht Charity, nicht Entwicklungshilfe, nicht Entwicklungszusammenarbeit, sondern wirklich was zurückzugeben, was geraubt wurde. Es ist wichtig, die Diversität und Komplexität von Fluchtgründen zu sehen. Man kann nicht immer nur sagen, ja, die Fischgründe vor Senegal und vor Somalia werden leer gefischt. Das stimmt, aber das ist nur einer von tausend verschiedenen Gründen, weshalb Leute sich auf den Weg machen. Wichtig ist aber, dass das überhaupt möglich ist. Das ist das Produkt einer Geschichte des Kolonialismus. Letzter Punkt, ich höre mit einem Zitat auf. Ich habe jetzt ja
über Fluchtursachen geredet, über die systematische Zerstörung von Existenzgrundlagen, darüber, wie das eben mit im Kolonialismus entstandenen korrupten Eliten zu tun hat, die bis heute in der Macht sind. Aber man muss auch immer die Migration im Auge behalten. Man muss im Auge behalten, was ich eingangs gesagt habe, Migration ist eine ganz lange Geschichte von Mobilität. Migration ist eine ganz lange Geschichte von Zirkularität. Es ist eine ganz lange Geschichte davon, dass MigrantInnen einen ganz wesentlichen Beitrag zur Entwicklung leisten, indem sie Geld zurücküberweisen. MigrantInnen und Migration sozusagen kriegt man nicht in den Griff, indem man MigrantInnen bekämpft, sondern Migration kriegt man in den Griff, indem man MigrantInnen unterstützt, indem man es ermöglicht, zu kommen, was zu verdienen und auch wieder nach Hause gehen zu können. Und dann können andere kommen und dann gibt es eine Zirkularität. Unser Freund Alassane Dico, der einer wenigen ist, die auch ab und zu in Europa sein können und mit dem wir auch immer Veranstaltungen machen, hat in einem Interview dazu Folgendes gesagt, und mit diesem Zitat möchte ich aufhören. Die zirkuläre Migration ist kein Konzept aus einer, sagen wir, westlichen Sprache. Sie ist auch mehr als ein Konzept, sie ist ein Paradigma, unser Paradigma, unser Beitrag zur Weiterentwicklung der Menschheit. Es ist ein menschliches Prinzip, die Energien zirkulieren zu lassen. Es geht um Migration, um Bewegung, um Geben und Nehmen. Vom ersten Tag an die Rückkehr vorzubereiten, dieses malische Zitat. Das sollte Europa fördern, nicht blockieren. Denn sobald man diese Bewegung behindert, gibt es Desorientierung und das führt unvermeidlich zu Dramen, all den Toten in der Wüste und im Mittelmeer. Und wenn immer härtere Maßnahmen ergriffen werden, vergrößert und verstärkt das nur diese Dramen. Es gibt immer mehr Tote. Wir sind schon lange von einer zyklischen Bewegung zu einem Zyklus der tödlichen Bewegung übergegangen. Entmenschlichen wir also nicht die Menschheit, die sich qua Menschheit eigentlich bewegt, um nicht weniger als dies geht es. Dankeschön.